Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier auf der Hof Bergmann. Ja, in der letzten Folge haben wir auf Feld 11 die Grasernte erledigt, mähen, schwaden, einfahren, das Ganze in den Heutrockner gebracht. Heutrockner aus dem Grund, dass wir ja noch Silageballen haben, deswegen der Fermenter noch nicht im Vordergrund steht. Ja, ich habe mich jetzt auf den Weg gemacht und die Grasansaat auf Feld 9, unserem aktuellsten Feld, schon mal zu starten. Ich glaube, wir haben eine kleine Überschneidung, die sind gleich mal vor. Ja, da habe ich mich jetzt entschieden, dass wir auch in diesem Ingame-Monat auf Feld 3 und 7 Hafer ansehen werden und dann im nächsten Monat auf den Feldern, muss ich kurz überlegen, 6, 5 und 2 müsste es glaube ich sein, Mais ansehen. Ja, dann steht diesen Monat im März auch der Honigverkauf an. Eigentlich im Februar, aber gibt ja immer mal saisonale Preisschwankungen. Geschichte fertig. Ja, die Düngerfunktion kommt über. Kommt überhaupt nicht zum Tragen, da wir offensichtlich laut Precision Farming, was steht da so schön, optimaler Wert für Gras auf schluffiger Ton schon überdüngt haben. Ja, gut, dann sei es drum. Dünger verbrauche, muss ich auch keinen Dünger bezahlen. Also keinen neuen, den habe ich ja jetzt hier schon bezahlt. Aber ja, was ihr ansonsten oben rechts an Kontostandunterschied seht, ist Einkauf für Kalk und Dünger für die Wiese 11. Ich natürlich wieder man sich denken kann, nachdem Wortlaut gedüngt gekalkt habe. Da überall wieder auf laut Precision Farming perfekten Zustand sind. Ausgelatscht hier. Ja, irgendwann, wenn man hier guckt, wenn du so ein Feld ohne großartige Steigung hast, dann hat er auch mit der Sämaschine kein Problem, aber nee, also wir werden uns noch einen stärkeren Traktor definitiv dazu kaufen. Wahrscheinlich aber auch nur dann für die Aussaat zuständig sein wird. Steigung drin und er ist gleich bei 8 km/h. Das ist nichts, was einen stören muss. Aber uns verbietet auch ja keiner, noch einen zusätzlichen Traktor zu kaufen, der dann noch ein bisschen mehr Leistungsstärke hat. Aber das ist Zukunftsmusik. Im Vordergrund steht, das habe ich eben, das
Ausschwenken vergessen. Im Vordergrund steht meiner Meinung nach ein sechstes Getreidefeld und doch inzwischen mit Gülle und Mist, die wir produzieren, die BGA. Das sind so die beiden nächsten Ziele, die Priorität haben. Ja, dann war ich zwischen den Folgen oder vor dieser Folge, wie auch immer ihr es handhaben wollt, bei den Schafen wieder aktiv. Wenn du da schlafen warst, dann musst du dich erstmal um die Tiere kümmern, das hilft alles nichts. Und das, der Container für die Wolle, der ist schon voll. Gut. 2 Monate noch. Dann können wir die Geschichte auch wieder verkaufen. Man müsste da jetzt mal einmal überlegen, erreicht einem das so oder nicht. So, ich gehe mal davon aus, wir fahren jetzt trotzdem hier wieder durch den Graben. Ich bin auf dem Hinweg hier hängen geblieben. Vielleicht kann ich jetzt ein bisschen geschickter fahren, indem ich nicht 90 Grad fahre. Besser durch. Bei 90 Grad bin ich mit dem Frontgewicht bin ich hängen geblieben. Das ist nichts geworden. So, dann habe ich gesagt, Hafer. Ja, ich muss noch mal einmal reingucken. Den Symbolen sind nicht hundertprozentig sicher, aber was das angeht, können wir gleich mal reingucken. Also bei den Hühnern ist die Eiergrenze langsam erreicht. Die Kätzchen haben noch... Alter, das sind nicht 50%, die du mir hier anzeigst. Also nicht, sind das nicht 2 Liter. Egal. So, bei den Schweinen ist auch alles in bester Ordnung. Kühe, Milchtank halb voll. Soll uns nicht stören. Und die Ziegen habe ich gründlich versorgt. Ich wollte hier die Tab-Taste gar nicht drücken. Ich wollte ja gucken, was Hafer für ein Symbol hat. Das kann ich hier am besten machen. Ja, das ist das richtige Symbol. Ja, wie gesagt, hier rechts die Wiese. Ich habe sie gekalkt und gedüngt. Hier werden wir wahrscheinlich ein bisschen Dünger verbrauchen jetzt. Und noch ein bisschen mehr.
doch ein Bäumchen gefunden. Ne? Keine Ahnung, was das da rechts für ein Fleck im Feld ist, aber der wird uns jetzt wohl kaum in den Ruin treiben. Ja, die hellgrüne Farbe begeistert mich nicht so wirklich, aber offensichtlich scheint es ja für Hafa zu reichen. Konzentriere mich jetzt rechts. Für den Fall, dass jemand schreit, dass links was stehen bleibt. Das scheint auch so zu passen. Umso besser.
Doch, mit zwei Vorgewinnen. Nein. Der Fleck nervt mich. Da muss ich gleich nochmal lang. Der innere Monk. Nur über der Grasernte. Weil irgendwo noch so ein Fleck, so ein Büschelchen liegen bleibt. Das hat nichts mit Ertrag oder Effektivität zu tun, das ist einfach der innere Monk. Die jetzt mit dem inneren Monk nichts anfangen können. Gerne Frage in die Kommentare. Mit umgehen, sobald ich es gelesen habe. Selbstverständlich beantwortet. Mit Link. Sollte sich so aussehen. So, Monk die erste. Mal gucken, ob da was weggeht. Der Fleck ja, aber im Verbrauch nicht. Ja, dann haben wir jetzt, da ist nochmal ganz genau drauf geachtet, 20 und 73, nee, aber Hauptsache der Fleck ist weg, das ist das Wichtigste. So, dann haben wir den Half auf das 7 eingetütet. Jetzt hier unter 3 damit weiter. Ist doch ausgeklappt, jetzt nehme ich dann. Aber bevor ich das wieder vergesse, ist der Scheiß. Nö. Nö, mit dem ganzen Unkraut drauf. Das ist kein bisschen leer. Lass mich das. Das ist sauber. Die Ecke hat ja super funktioniert. Das ist so eine kleine Auskehrung. Das sollten wir haben. Der gibt mal Gase, mein Freund.
muss nicht oben drüber weg. Ja, endlich mal wieder Ansaat. Aber ich hatte ja gesagt, nur ständig Raps und Gerste ist dann irgendwann auch langweilig. Deswegen haben wir die jetzt über den Winter einfach mal brach gelassen. Pflanzen jetzt mal andere Getreidesorten an. Selbstverständlich im Hinblick auf die Tiere auch eine Getreideart, die uns Stroh liefert. Ja, hier hast du richtig zum Beißen. PS hat er. Das ist jetzt nicht unbedingt wenig. Gut, gibt ganz andere Hausnummern, darüber brauchen wir nicht reden, aber das ist nicht so, dass der Kollege nun gerade untermotorisiert ist. Bastard. Da möchte ich gerne ein bisschen sauberer ranfahren. Den Ausschwenker vergessen. Ich glaube, ich mache es gerade noch schlimmer, aber egal. Dann nehmen wir halt jetzt mal die. Den Schwenker meine ich. Da kommst du auch gut in die Spur. Ohne funktioniert natürlich nicht. Ja, dann werden wir der ja auch wahrscheinlich in der nächsten Folge, aber eigentlich wollte ich sagen, nächsten Monat uns mit der Unkrautbekämpfung hier auf den Haferfeldern beschäftigen. Jetzt willst du dir den schenken. Und dann mit der Maisaussaat. Und was diesen Monat unbedingt noch erledigt werden muss, ist der Honigverkauf. Bin ich schon wieder relativ mutig. Ich gehe mal davon aus, dass das der beste Preis schon wieder in die Lappen gegangen ist. Jetzt ist der Spinner wieder in den Februar gesprungen. Na, egal.
bei der Bäckerei verkaufen, kein großer Weg. Und daher werde ich nach dieser Folge keine große Zwischenarbeit leisten, sondern wir werden direkt wieder reinspringen, um den Honig zu verkaufen. Da haben wir im Container einiges drin. Der ist zwar im Vergleich zum vollen Container noch nicht voll, aber trotzdem gehe ich davon aus, dass wir eine ganze Menge haben. Es ist schade, dass die Container dann hier in der Anzeige, wie viel habe ich, nicht berücksichtigt sind. Aber gut, das ist ein Mod und wir spielen noch mit einer Mod-Map. Das kann nicht immer alles kompatibel sein. Und wir können uns bei dem Container-Mod ja lieber darüber freuen, dass er uns das Palettenlimit-Problem zum größten Teil gelöst hat. Deswegen werde ich den Teufel tun und hier über irgendwas schimpfen. Dann leider doch nicht drumherum. Weil gleich kann ich nichts mehr screenshotten, dann ist die Folge nämlich vorbei. Und so viel Zeit geht hier nur nicht dadurch verloren. Und selbst wenn, machen wir die Folge halt. Also länger. Ja, schick schön. Da haben wir also die Gras- und Haferaussaat hinter uns gebracht. Ganz einfach pauschal mal behaupten, ich lasse die Sämaschine, die noch sehr gut gefüllt ist, hier einfach stehen. Da wird eh im nächsten, in dem Monat, den Meister noch aussehen wollen. Würde mich jetzt schon einmal noch kurz mit euch zur Walze bewegen. Folge nicht mehr in Aktion sehen. Aber könnt ihr das schon mal angucken. Sofern wir da heil ankommen. Ja, das haben wir ja auch. Welt 11 leider versäumt. Auch diese Grassaat zu walzen. Wird uns das heute mal als Plus gewalzt werden angezeigt. Naja, gut. Ich sage für diese Folge auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin.